Bei Schwiegertochter gesucht gibt es heute ein großes Hundedrama. Meine Eltern akzeptieren halt keine Hunde. Ich hatte schon mal eine Freundin, die auch einen Hund hatte, wo es dann auch halt immer zu Konflikten kam, wenn das Tier dann nach hier unten gegangen ist. Und schon wieder möchte jemand nicht in seinem Bettchen schlafen. Du darfst gerne hier schlafen, da ist schon eine Bettzeit, aber wir haben dir auch eine Unterkunft bereitgestellt. Also wie du das gerne möchtest. Ich habe die zweite Variante ausgewählt. All das und noch einiges mehr gibt's in der nunmehr 6. Folge, müsste es sein, von Schwiegertochter gesucht 2024. Und ich kann es nicht oft genug sagen, coole Staffel auf jeden Fall. Und genau deswegen werde ich es kommentieren, parodieren und analysieren. Herzlich willkommen bei Schwiegertochter gesucht. Heute dreht sich alles um Klartext, Karaoke und Karneval. Viel Vergnügen. Hallo, ich bin Alex und ich mag Brettspiele sehr gerne, habe aber zu selten Leute, die mit mir spielen. Das ist traurig. Deswegen muss ich dann zum Beispiel ganz oft auf RTL Plus gehen, um da Schwiegertochter gesucht zu gucken. Falls du das auch möchtest, ich packe den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Und dann gibt's heute direkt zum Anfang mal einen brandneuen Mann. Aber ich kann euch schon mal verraten, der wird ein absolutes Highlight. Ich bin der Uwe, bin 50 Jahre alt, wohne in Nordrhein-Westfalen und suche auf diesem Weg eine Partnerin. Ja, und ich finde, auf den ersten Blick wirkt Uwe eigentlich ganz lieb und normal und ich glaube, im Kern ist er das vielleicht auch. Aber er hat sehr anstrengende Eltern. Das muss ich an dieser Stelle definitiv schon mal sagen. Und er ist schon ziemlich lange Single, wie eigentlich alle bei Schwiegertochter gesucht. Uwe, wie sieht es denn bei dir bisher so in der Liebe aus? Ich bin jetzt seit 8 Jahren Single. Ich war ja 12 Jahre lang verheiratet und seit dem Tod meiner Frau bin ich also Single. So gerade an den Wochenenden, dann fühlt man sich schon einsam und irgendwo fehlt da was fürs Herz. Oh, das kann ich natürlich unter diesen Umständen sehr gut verstehen und wünsche Uwe dann auch, dass er was Neues für sein Herz findet. Denn ich glaube, wenn man einen Menschen nicht nur verliert im Sinne von einer Trennung, sondern noch mehr, kann das ziemlich schlimm sein. Aber ich habe ja schon gesagt, Uwe ist ein Highlight und das nicht zuletzt wegen seiner Mama. Denn die ist nicht nur sehr dominant, die ist wirklich überdominant. Ich bin Ulrike, bin 70 Jahre alt, bin die Mutter von Uwe. Eine Schwiegertochter würde ich mir wünschen, damit Uwe nicht mehr so alleine ist. Klingt doch eigentlich auch noch ganz nett, bleibt aber nicht so. Und dann fängt es bei Uwe vielleicht auch schon ein kleines bisschen schwierig zu werden, was die Vermittlung angeht, denn er hat mit Karneval ein riesengroßes Hobby. Und ich weiß, in vielen Landesteilen von Deutschland ist das was ganz Normales und man feiert das auch. Ich bin aber Norddeutscher und für uns ist Karneval sowas wie ein ganz schwerer Verkehrsunfall. Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Der kuschelbedürftige Karnevalist hat sich für den Besuch seiner Bewerberinnen extra in Schale geschmissen. Ja, das sieht ja wirklich mal super aus. Insbesondere gefällt mir gut, dass er das zusammen mit einer kurzen Hose und im Sommer trägt. Aber zum Glück hat er ja seine Mama und ich habe schon gesagt, die ist ziemlich dominant und deswegen hat sie dazu auch eine ganz deutliche Meinung. Und in diesem Haushalt gilt, alles was sie sagt, wird sofort gemacht. Guck mal Mama, meinst du, ich soll zur Begrüßung die Uniformjacke anziehen? Was hältst du davon? Nee. Ich persönlich finde es schön, wie angewidert sie das gesagt hat, als sie Uwe betrachtet hat. Das sagt auch schon einiges aus. Aber ich muss an dieser Stelle auch noch mal was ganz Kurzes loswerden, denn ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich es ein bisschen schwierig finde, wenn man noch mit seinen Eltern zusammenlebt. Aber wenn man jetzt 50 ist und noch mit seinen Eltern zusammenlebt und noch nie da ausgezogen ist, dann würde mich jetzt doch mal die Begründung interessieren, Uwe. Bis jetzt immer mit meinen Eltern in einem Haus gewohnt und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Das Verhältnis zu meiner Mutter und auch zu meinem Vater ist sehr gut. Wir ergänzen uns auch gegenseitig. Ja, die ergänzen sich. Uwe ist zum Beispiel nämlich anstrengend und Schalke-Fan. Und seine Eltern sind keine Schalke-Fans und machen Uwes Arbeit mit. Toll. Na gut, aber auch Uwe hat natürlich Bewerberinnen. Und hier ist schon die erste, die tatsächlich in Schalke-Farben anreist. Ich bin die Sabine. Ich bin 55 Jahre alt und jetzt habe ich mir so oft das Video und die Bilder angeguckt von Uwe. Jetzt wird's Zeit. Jetzt wird's Zeit. Sie hat dann nicht gesagt, wofür? Um ihn zu verprügeln? Um ihn endlich aus dem Elternhaus rauszubringen? Oder für noch was viel Schlimmeres? Das finden wir vielleicht später heraus. Erstmal merken wir jedenfalls, hier gibt's gleich ein kleines bisschen Eifersucht, denn es gibt noch eine andere Bewerberin. Und die hat nicht nur ein Schalke-Kleid, die hat sogar eine Schalke-Brille. Guck mal, das ist die Ute. Sabine. Hallo Ute. Die Konkurrenz.
Okay. Ich weiß ja, was ich an mir habe. Ja, aber wie ihr schon gesehen habt, auch Angie ist wieder vor Ort. Wahrscheinlich gibt es leckeres Essen oder einen Kuchen oder eine Auslandsreise. Und dann fährt sie die beiden dann nicht nur in einem coolen amerikanischen Auto hin. Nein, es singen auch alle. Oh Gott, warum singen denn immer alle? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Schalalalalala. Großartig. Aber kurz darauf erfahren wir dann wenigstens endlich, warum Angela Fenger-Erben diesmal wieder mit dabei ist. Es gibt nämlich ein wirklich lecker aussehendes Essen. Also ich glaube sogar wirklich, dass es lecker ist, aber man muss fairerweise sagen, es sieht so aus, als hätten das mehrere Kühe vielleicht schon mehrmals gegessen. Hier riecht's voll lecker. Was gibt's denn Leckeres? Hackfleisch, Jägertopf. Und was gibt's dazu wahrscheinlich? Nudeln. Mensch, da könnte ich mich ja direkt hinsetzen. Hoffentlich hast du Hunger mitgebracht. Hat sie. Aber sie hat natürlich auch noch die zwei Frauen im Gepäck. Und ich muss mit Fug und Recht sagen, die Begrüßungsszene, die wir gleich sehen, ist nicht nur an Erotik nicht zu überbieten. Man merkt auch deutlich, dass die, glaube ich, alle leichte Sozialphobiker sind. Hallo. Hallo. Ich bin der Uwe. Ich bin die Ute. Der hoffnungsvolle Hausmeister ist überglücklich. Ich hatte mir Uwe schon ein bisschen größer vorgestellt. Der Mann muss ja nicht unbedingt so groß sein. Na, so groß bin ich ja auch nicht. Und wichtig ist, dass der Mann größer ist als ich. So richtig mega begeistert klingt das jetzt aber nicht, oder? Aber vielleicht ist die Konkurrentin dafür ja umso angetan, ne? Und die, finde ich, spricht über Uwe ein bisschen so wie über so ein seltenes Tier, was man im Zoo zum ersten Mal sieht. Es war jetzt richtig schön, dass ich den Uwe gesehen habe zum ersten Mal. Das war angenehm. Das war angenehm, also okay. Und dann möchte die Frau allerdings gleich mal ein paar Pluspunkte sammeln. Sie hat ja das Begrüßungsvideo damals von Uwe auch gesehen und weiß, seine Mama ist vielleicht ein kleines bisschen speziell. Deswegen hat sie ein Geschenk mitgebracht und ist jetzt wahrscheinlich damit schon die Gewinnerin, oder? Hallo. Herzlich von mir auch ein paar Blümchen. Über die Blumen habe ich mich sehr gefreut. Ja, du kriegst ja auch nicht alle Tage Blumen. Nee, vor allen Dingen nicht solche Sträuße. Aber es war eine tolle Geste. Ich persönlich finde es immer ein bisschen traurig, wenn Frauen so gar keine Blumen bekommen. Machen Männer das heutzutage nicht mehr? Also ich finde es eigentlich ganz schön. Aber gut, am Ende des Tages geht es natürlich eigentlich um Uwe und sein Herz. Und das schlägt, wie gesagt, für Schalke 04. Und da hat er bei Bewerberin Nummer 1 direkt was richtig Gutes getroffen. Und, wie bist du zu Schalke gekommen? Ja, ich habe das in die Wiege reingelegt gekriegt. Ich bin ja in Gelsenkirchen geboren. Ja, da ist das ja auch ein Muster, ne? Ich habe das über die Muttermilch aufgezogen. Ja, ich bin ja ein Fußballfan mit Leib und Seele. Und Ute hat halt gepunktet mit ihrer Schalke-Brille. Mittellustige Geschichte. Ich habe eine Ex-Freundin, die da auch gewohnt hat und das sogar in der Nähe des Stadions, weil ihr Papa irgendwie ein Gewerbe hatte. Und deswegen haben die da im Gewerbegebiet gewohnt. Und nachts, wenn ich da war, sind manchmal besoffene Schalke-Fans vorbeigezogen und haben alles vollgekotzt. Mann. War das schön. Aber okay, jetzt ist natürlich die Frage, kann da Bewerberin Nummer 2 eigentlich überhaupt noch mithalten? Denn Fußball ist nicht so ihr Ding. Und Sabine, bist du auch Fußballfan? Nein, ich bin weder Fußballfan noch sportlich. Nein. Wenn jetzt eine Partnerin jetzt nicht für Fußball oder für Schalke ist oder so, das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium. Wichtig ist es, dass sie für Karneval ist. Genau. Aussehen scheißegal, Charakter scheißegal, Hauptsache besoffen, Hello brüllen. Das sind ja mal schöne Anforderungen. Aber auch danach werden die Frauen natürlich trotzdem weiter befragt. Und es gibt da eine Information, die gefällt der Mutter schon mal gar nicht. Ja, ich bin 55, vierfache Oma. Okay. Und ich persönlich muss jetzt sagen, ich finde das nicht so schlimm. Also mit 55 mal Kinder gehabt zu haben, kann natürlich dazu führen, dass man dann Oma oder Opa ist. Also ich sehe da jetzt nichts Schlechtes dran. Die Mutter fand es allerdings blöd und Uwe, glaube ich, auch nicht so richtig gut. Allerdings muss man sagen, dass dann auch die andere Dame direkt nicht unbedingt punkten konnte. Denn die hat einen grünen Daumen. Oh, wie schrecklich. Ich habe eine Einzimmerwohnung. Aber es sieht schon ja, sehr grün aus bei mir im Zimmer, doch? So 70, 80 Pflanzen sind es garantiert. Oh Gott. Ohne Balkon. Schrecklich. Jetzt haben wir schon zwei absolute No-Gos. Oma und Pflanzen. Ja, aber es gibt noch eine Sache, die könnte das noch schlimmer machen. Eine von beiden hat nämlich sogar noch ein Haustier. Das Grauen hat mich richtig erfasst. Und was hast du für Hobbys, Ute? Ich habe einen Hund. Da bin ich ja dann auch mit beschäftigt. Ich auch. Ja. Oh, also haben beide einen Hund. Ja, das ist doch eigentlich was Schönes und ganz ehrlich. Also auch wenn man eher ein Katzenmensch ist, gegen Hunde kann man doch nichts haben, oder? Und gegen Katzen kann man auch nichts haben. Und letztlich beweist doch ein Tier oftmals nur, dass Menschen dann wenigstens tierlieb sind. Und das ist doch was Schönes. Außer bei Uwe und seiner Familie. Meine Eltern akzeptieren halt keine Hunde.
Ich hatte schon mal eine Freundin, die auch einen Hund hatte, wo es dann auch halt immer zu Konflikten kam, wenn das Tier dann nach hier unten gegangen ist. Was? Das Tier hat es gewagt, nach hier unten zu gehen? Nee, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen gucken wir uns auch lieber mal gleich den nächsten Mann an. Und auch der ist ein neuer. Und das kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Der ist eher was fürs Herz. Und er hat einen sehr klischeehaften Namen. Ich bin der Ronny, bin 44 Jahre alt, bin beruflich Busfahrer. Bis jetzt war der richtige Fahrgast jedoch nicht dabei. Ich bin Single seit 15 Jahren. Also ich muss ja immer sagen, wenn ich den Namen Ronny höre, dann habe ich immer sofort das Bedürfnis, so zu reden. Aber ich glaube, ich höre jetzt lieber wieder damit auf. Und wir hören lieber mal, warum Ronny sich eine Frau wünscht. Ihm geht es, glaube ich, primär ums Körperliche. Ich vermisse, wenn man mir anfasst, die Küsse werden ja Geborgenheit, also allgemein. Ja, das vermisse ich schon, auf jeden Fall. Ich wohne zurzeit bei meinen Eltern. Ich persönlich muss aber sagen, irgendwie mag ich Ronny. Der ist mir von allen Kandidaten bisher fast am sympathischsten, weil der so ehrlich ist und auch ganz gut trotzdem über seine Gefühle sprechen kann. Und ich muss sagen, er sieht wirklich genauso aus wie seine Mama. Also Familienähnlichkeit gibt es ja generell meistens, aber hier ist die Ähnlichkeit wirklich extrem, oder? Mein Name ist Sabine, ich bin 65 Jahre alt und bin die Mama vom Ronny. Ich wünsche mir schon, dass das Ronny ganz dolle glücklich wird. Also ich erwarte eigentlich was Nettes, was Liebes für dich, ne? Was Anschmiegsames. An dieser Stelle habe ich übrigens mal eine Frage an dich. Siehst du deiner Mama oder deinem Papa auch ganz doll ähnlich? Ich nämlich schon. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn meine Familie sich mal irgendwo trifft, die sehen schon alle ziemlich ähnlich aus. Ich würde euch jetzt ein Bild zeigen, aber ich glaube, die wollen das nicht, deswegen lasse ich es lieber. Und wir gucken lieber mal, was Angie auch hier wieder zu tun hat. Und diesmal kommt sie in einem blauen Trabi. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hallo Ronny. Hallöchen. Lass dich drücken. Schön, dich zu sehen. Gut siehst du aus. Gut auf Gegenseitigkeit. Ja. Ich persönlich muss ja sagen, ich finde es immer noch merkwürdig, dass alle Angie so begrüßen, als wäre es die beste Freundin der Familie, obwohl sie die ja vorher noch nie gesehen haben. Aber okay. Danach redet dann jedenfalls die Mama mit Angela die ganze Zeit über den Sohn, der daneben steht. Und es klingt ein bisschen so, als wäre er 6 Jahre alt. Ich habe sehr gefeiert. So richtig spazieren alleine geht da nicht. Genau. Also ist so. Mhm. Du musst ihm mal trauen, Ronny. Richtig, ja. Einfach mal rausgehen, genau. Die Welt genießen. Das stimmt. Ja, genau das Gleiche habe ich früher auch immer gesagt. Und dann habe ich nichts davon gemacht. Aber nun ist es ja soweit und Ronny soll auch endlich eine Frau bekommen. Nur ist er gar nicht kleidungstechnisch perfekt darauf vorbereitet. Und ja, hast du Lust? Schuhe anziehen. Gerne. Hm? Ach so, du hast doch gar keine Schuhe an. Ronny, was ist los? Mach ich mal schnell. Mach dich, zieh dir deine schicken Schlappen an. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Bin gespannt, wer... Oder ob jemand kommt. Ich weiß nicht. Ich mag den irgendwie. Magst du den auch? Also ich hoffe zumindest. Na gut. Danach gibt es dann nochmal ein bisschen ein Gespräch. Also die beiden fahren irgendwie zu so einer Bank und unterhalten sich ein bisschen darüber. Was wünscht sich Ronny denn jetzt? Und wie geht's ihm gefühlsmäßig und so? Und ja, eigentlich ist das alles echt lieb. Ronny, wir sind ja aus einem bestimmten Grund hier. Und nicht ich sollte hier sitzen, sondern vielleicht jemand anderes. Deswegen, du bleibst hier. Mach ich. Ich komme gleich wieder. Oder vielleicht auch jemand anders. Bis gleich. Bis gleich. Bei uns glücklicherweise nicht bis gleich, denn wir können uns die Frau ja direkt mal anschauen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, das wird was zwischen ihr und Ronny. Und das ist ja, glaube ich, in dieser Staffel irgendwie das einzige Mal so, es ist übrigens die einzige Bewerberin. Ich bin Beatrice, 43, aus Berlin und suche die große Liebe. Und diese große Liebe sucht sie schon lange. Genau genommen sucht sie die schon ihr ganzes Leben, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte sie noch nie eine Beziehung. Das könnte aber natürlich auch daran liegen, dass sie eine Halskette trägt, bei der wahrscheinlich Love stehen soll. Bei ihr steht da aber einfach nur Av. Schon lange warte ich auf die Liebe. Wie lange denn schon? Ach, mein ganzes Leben. Nimm mich endlich mit, ich kann hier nicht mehr warten. Ah, jetzt habe ich erst gesehen, dass das L sich manchmal so einnäschelt. Naja, wahrscheinlich möchte es sich auch noch vor der Liebe wehren, aber kurz darauf ist es dann auch schon soweit und sie lernt Ronny kennen. Und ich weiß ja, ne, ich bin ja so jemand, der relativ häufig sagt, dass die Begrüßungen schon ganz viel aussagen. Und wenn es danach geht, glaube ich, bei den beiden kann es echt was werden. Hi. Hi. Ronny, das erste Mal persönlich zu sehen,
Und in die Augen zu schauen, war super interessant. Und ich habe mich auch gewundert, dass er blaue Augen hat. Und ich stehe auf blaue Augen. Perfekt. Allerdings merkt man danach, es geht natürlich beim Kennenlernen auch um Kommunikation. Und das ist jetzt nicht unbedingt Ronnys ganz starke Seite. Aber er versucht es immerhin. Klappt nur so mittel. Kommst du aus, wenn ich fragen darf? Ich wohne in Berlin. Mhm. Ist ja gleich um die Ecke. Ja. Kenne ich. Okay. Okay, ja, Berlin kenne ich auch. Aber danach wird das Gespräch dann immerhin ein kleines bisschen besser und man tauscht mal aus, was es so an Hobbys gibt und vielleicht gibt es da schon ein paar Parallelen. Fahrrad, Kino, Musik hören, Tennis ist ein bisschen weniger geworden. Bei mir auch. Und bei dir auch. Du hast so Hobbys? Ja, dieselben wie du. Ach so. Perfekt. Und kleiner Spoiler, die spielen nächste Woche sogar Tennis. Und es wird ganz schrecklich und es gibt einen Unfall. An der Stelle sind wir aber noch nicht. Und erstmal soll Patricia jetzt gleich mal Ronnys Eltern kennenlernen. Ja gut, bei Schwiegertochter gesucht muss das natürlich so sein. Geht mir aber persönlich auch immer ein bisschen zu schnell. Beatrice. Was? Gut, super. Hallo. Hallo. Micha. Was? Hallo. Beatrice. Wo sie dann durch die Tür kam, ich habe gesagt, stimmt. Ich hatte gleich das Gefühl, das stimmt, das passt. Ja, aber das könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass Patricia Wurzeln hat, die gut zu dieser Familie passen. Denn, um das schon mal zu sagen, die Mama ist in Rumänien geboren. Beziehungsweise, nein, ihre Mutter ist in Rumänien geboren. Ich frage, wo du herkommst? Natürlich. Ja. Ursprünglich nehme ich an. Ursprünglich? Aus Rumänien, Bukarest. Nein. Nee, ich toll. Ich meinte eigentlich jetzt. Berlin. Okay. Meine Hündin Karma kommt auch aus Rumänien, aber das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit der Familie zu tun, die sich übrigens nicht nur auf Rumänien fokussiert, sondern die auch eine Leidenschaft für Afrika hat und die sieht man sehr deutlich im Gästezimmer. Das ist mein Afrika-Zimmer. Afrika-Zimmer, siehst du ja selber, meine ewigen Elefanten. Ich bin ja elefantenverrückt, ne? Für mich bleibt der einzige vernünftige Elefant Benjamin Blümchen. Und ja, ich habe neulich tatsächlich eine Benjamin Blümchen-Torte geschenkt bekommen. Und da war diese schöne Figur drauf, aber das lassen wir jetzt mal. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ja, möchte denn die Frau da jetzt eigentlich schlafen? Oder gibt es schon wieder ein Bettgeflüster-Drama? Du darfst gerne hier schlafen. Da ist schon ein Bettzeug, aber wir haben dir auch eine Unterkunft bereitgestellt. Also wie du das gerne möchtest. Ich habe die zweite Variante ausgewählt, weil es einfach viel zu schnell gewesen wäre, bei ihnen zu bleiben. Und hier habe ich meine Frage an dich. Siehst du das eigentlich genauso oder würde es dich nicht so stören? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mich würde es nicht so stören, weil es ist ja in einem Gästezimmer. Wenn es jetzt natürlich gleich im Bett mit Ronny gewesen wäre, ja, dann ist es 6 Schritte zu weit. Aber eigentlich finde ich es in diesem Falle gar nicht so schlimm. Und die beiden verabschieden sich trotzdem ganz lieb. Und ich glaube, Ronny, der ist schon richtig hart verliebt. Heute war es bombastisch, phänomenal, ein schöner Tag und schauen wir mal, was die nächsten Tage jetzt bringen. Gute Fahrt. Danke. Ciao. Tschüss. Alter Schwede, also ich muss wirklich sagen, bei dem bin ich mal wirklich gespannt, wie es weitergeht. Bei wem ich nicht ganz so gespannt bin, weil ich immer der Meinung bin, da läuft es absolut einfach katastrophal und zwar in jeder Beziehung, das ist Christian auf Mallorca. Und der kann nicht nur kein Spanisch und kein Englisch, sondern der geht heute mit seinen Frauen auch zu Tieren und da kann er auch nichts. War wirklich schön. Oh, guck mal, Ziegen. Ja, das sind deine Geschwister hier, ne? Das sind meine Geschwister. Ich bin ja eine zweibeinige Ziege, das weiß ich. Ja, Mama, komm. Ja, wie liebevoll die Mutter selber über sich spricht, okay. Und ja, dann ist es halt so streichelzoo-mäßig und eigentlich sind Ziegen ja relativ umgängliche Tiere, aber sie fallen fast Christian an und sie hassen auch noch Daniela. Oh, das hat mich gerade angespuckt. Ja, du kriegst doch gleich noch was. Ist doch gut. Während Daniela dann erstmal das Spooky wegmacht, nutzt Christian die Gelegenheit, um sich mal ein bisschen mit seiner anderen Bewerberin zu unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich einer der schlimmsten Dialoge, die ich in den letzten 4 Jahren gehört habe. Ich mag Tiere. Ja. Ich mag Tiere auch sehr. Aber essen tust du sie nicht so gerne, ne? Richtig. Ja. Aber und du isst viel Fleisch, ne? Ja, man kann sich ja anpassen. Ist eine tolle Überleitung, oder? Ja, ich liebe Tiere. Und du isst die nicht, oder? Ja, okay, wie auch immer. Tatsächlich könnte sich Christian aber trotzdem vorstellen, Vegetarier zu werden für eine Frau. Seine Mutter würde das aber niemals erlauben. Also für eine Frau Vegetarier zu werden, fände ich gar nicht gut. Also die Frau, die könnte mich mal.
Christian sieht das aber nun mal anders und er findet diese Frau wirklich interessant. Und auch wenn er am Ende natürlich immer dem Willen seiner Mama gehorchen wird, jetzt will er sich nochmal durchsetzen und die Frau um die Ecke bringen. Also ja, es hat er so gesagt. Hast du mal Lust und Zeit, mit mir mal um die Ecke zu gehen? Um die Ecke. Um die Ecke. Und hinter der Ecke hat er dann tatsächlich sogar was vorbereitet, der alte Schwerenöter. Nämlich ein bisschen Alkohol und ungefähr 9 Kalorien in Form von Beeren. Sind Weintrauben eigentlich Beeren? Sind schon Beeren, oder? Ich habe ja ein bisschen was Schönes vorbereitet. Oh, es war schon eine nette Idee von Christian, dass er mich mit Weintrauben und Sekt überraschen wollte. Ja, es ist eine gute Idee. Allerdings bleibt es auch bei dieser Idee, denn dann kommt Christian auf die geniale Idee, die Gläser in die Reichweite eines Bullen zu stellen, während er die Flasche nicht aufkriegt. Perfekte Mischung für alles. So, kriegst du es mit der Flasche hin oder soll ich dir das abnehmen? Max. Oh. Nein. Also... Jetzt sind auch noch die Weintrauben weg. Ich finde toll, wie energisch Christian dann auch dazwischen gegangen ist, um die Weintrauben zu retten. Er hat nämlich ungefähr diese Geste gemacht. Oh, ja, merkwürdigerweise hat es nicht geholfen. Christian, das war irgendwie nicht so gut, oder? Ich habe mir das sehr romantisch vorgestellt, bis Mallorcas größter Stier dann mit ins Spiel kam. Ist doch gar nicht schlimm, da trinkt man aus der Flasche. Scherben bringen Glück, oder? Ja, nur um aus der Flasche zu trinken, muss man sie natürlich erstmal öffnen. Und ich habe ja schon gesagt, das kann Christian natürlich auch wieder nicht. Aber kein Problem, denn die Frau kann das viel, viel besser. Wie, glaube ich, alles im Leben. Oh, das hast du aber mal sehr gut gemacht. Ich kann das. Also Christian, du kriegst von mir die Flasche. Ich nehme die Flasche und stoß mir mal an. Auf die schöne Zeit. Ja. Danach geht das Gespräch dann aber tatsächlich endlich mal ein ganz kleines bisschen in die Tiefe. Und zwar geht es um Eifersucht und wie man so damit umgeht. Und Christian macht gleich deutlich, er ist natürlich ein super erfolgreicher Medienmensch und Spitzen-DJ. Ich frage mich immer noch ein bisschen, wo der auflegt und ob der überhaupt in der Lage ist, die Knöpfe richtig rumzudrehen. Und deswegen hat er natürlich sehr viel Frauenkontakt, glaube ich ihm nicht. Klar, in meinem Job ist es halt immer so eine Sache. Da kommen viele, viele Frauen halt an oder ich bin mit vielen weiblichen Gästen halt in Kontakt. Aber warum? Wenn man. Das ist normal als DJ, Party-DJ. Ja, aber warum bist du mit den weiblichen Gästen in Kontakt? Das verstehe ich jetzt. Die kommen zu mir, haben Musikwünsche. Kennt eigentlich einer von euch Christian? Muss man den kennen? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man den für irgendwas mietet. Und danach, nach diesem Gespräch und nachdem er wieder zu Hause ist, wird es dann ehrlich gesagt noch ein bisschen schlimmer, denn man möchte grillen. Und einen Grill anzuzünden, ja, das ist jetzt vielleicht nicht immer so leicht und erfordert auch ein bisschen Arbeit. Bei ihm erfordert es vor allen Dingen ganz doll viel Spiritus. And the flames went higher. And it burns, burns, burns. Das ist schon wieder ausgegangen. Da müssen wir noch mal ein bisschen was draufkippen hier. So, jetzt ist es wieder an. Man hat gemerkt, er hat wohl noch nicht oft einen Grill angemacht. Es ging ja, es war ja an. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie viel Grillanzünder er noch drauf machen wollte. Ich persönlich muss sagen, ich liebe Danielas Blick, als sie dann eben auch gesehen hat, dass er das da reinspritzt. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und kurz danach hat sie schon wieder alle Gründe, entsetzt zu gucken, denn diesmal möchte Christian mit ihr alleine reden und so ganz nebenbei noch ein paar Zitronen fürs Essen holen. Aber sind das jetzt eigentlich Zitronen oder Limetten? Oder sind es am Ende doch Weintrauben, die hoffentlich Beeren sind? Sind das Limetten hier? Nee, ne? Das hier? Das Grüne. Seit wann gibt es denn einen Limetten und einen Zitronenbaum zusammen? Ach so. Die also sehen erstmal grün. Sind die noch gar nicht reif? Er kennt sich nicht so wirklich aus mit Früchten und Obst und Gemüse und alles. Und alles. Ich glaube, das ist tatsächlich der ganz entscheidende Punkt. Aber er kennt sich immerhin mit Flirten aus. Ist auch nicht so richtig, aber zumindest ein kleines bisschen. Und deswegen macht er der Frau auch das schönste Kompliment, was man einer Frau sagen kann. Nämlich, dass sie diejenige ist, die seine Mutter besser findet. Auch bezüglich meiner Mom. Die hatte ich wohl ziemlich ins Herz geschlossen. Die hat viele Gemeinsamkeiten, Kochen, Backen. Ja, das ich koche auch sehr gerne. Kann man alles zusammen machen? Ja, könnte man alles zusammen machen dann. Ja, ja, natürlich. Ja, und meine Mutter wünscht sich dich als Schwiegertochter. Toll. Also ich persönlich muss sagen, dieses Gespräch war absolute Katastrophe. Aber auch hier hat Christian wieder eine ganz andere Einstellung dazu. Aber ich glaube, der sieht das Leben auch mit Limetten als Augen. Alles in allem gehe ich recht positiv aus dem Gespräch raus. Allerdings fährt mein Kopf weiter in Achterbahn. Es steht noch eine ziemlich, ja,
krasse Entscheidung an. Wer bleibt, wer geht. Nicht einfach. Alter Schwede, dieser Typ. Da gibt es höchstens noch eine Kandidatin, die ist vielleicht noch ein kleines bisschen wilder und natürlich auch noch mal ein echtes Highlight, nämlich unsere Claudia. Normalerweise mit ihrer Mutter Maria, heute leider ohne. Morgen. Guten Morgen, süße Zauberblume. Komm rein. Oh, freut mich. Lass dich drücken. Zu sehen. Oh. Klar, du duftest ja wieder. Dankeschön. Oh. So süß, so schön. Mit ihrer pinken Jacke, zurecht gemacht, elegant, fesch, schick. Ja, sowas wünscht man sich ja eigentlich nur als Mann. Also ich finde es ja toll, wie Micha sich immer freut, aber ob es gut ist, Frauen, die man noch nicht richtig gut kennt, Zauberblume zu nennen, weiß ich jetzt nicht. Wer aber an diesem Tag ja leider dann leer ausgeht, ist Udo, denn Maria, die ist nicht unbedingt richtig krank, aber die wollte mal einen Tag Auszeit haben und ja, deswegen hat Udo jetzt nichts zu tun, außer traurig zu gucken. Maria, ich wünsche dir gute Besserung. Ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Ich warte auf dich. Das hoffe ich auch. Und ich kann ja schon mal spoilern, genau das wird auch passieren. Vorher hat Micha sich allerdings eine ganz tolle Überraschung überlegt, die ich damals schon im Kindergarten gehasst habe und danach, weil meine Mama ist Erzieherin und die wollte das mit mir manchmal auch zu Hause machen. Und dann bin ich immer schreiend davongelaufen, nämlich basteln. So, da bin ich. Wow. Ja. Mega. Das sind aber schöne Blumen. Gefällt dir? Ja, Pünktchen. Ja, das wusste ich. Du bist hier natürlich die schönste Zauberblume. Dankeschön. Mega, ich liebe Basteln. Ja? Ja. Yay, ich kann nur noch mal sagen, so geil, basteln, wow. Und dann hängt man das sowieso nirgendwo auf, sondern legt das irgendwo hin und dann irgendwann ist es ganz doll verstaubt und dann schmeißt man es in den Müll, yay. Also ich sehe es genau wie Julian. Basteln habe ich nie so wirklich gemocht als Kind. Klar, macht man es öfter, aber irgendwann ist man da rausgewachsen. Und da dachte ich, okay, mach dir nur... Für mich ist es nichts. Genau, deswegen geht er mit Udo hoch. Und es wurde nie erzählt, was die denn da machen. Naja, ich will auch am besten nicht drüber nachdenken. Claudi und Micha haben dann währenddessen irgendwas beklebt. Ich weiß gar nicht ganz genau was. Und Micha hat das natürlich wild zum Flirten benutzt. Mal, ich habe ein C gefunden. C wie Claudi. Oh, sehr schön. Ja. Das freut mich. Willst du das verwenden? Weil ich habe da ein bisschen eine Idee. Ja. Ja. Sehr gerne. Und Micha, das C für Claudia dann... aufkleben wollte. Mein Spiegel fand ich es sehr süß von ihm. Ich find's auch süß. Aber Micha ist natürlich wirklich ein bisschen offensiv unterwegs und deswegen möchte er gerne noch einen draufsetzen. Kann ich einerseits verstehen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das dann Claudia vielleicht schon wieder so ein kleines bisschen zu viel war. Ich würde da gerne noch was daneben kleben, wenn du nichts dagegen hast. Ja, was denn? Ein M. Vorbereitet. Sehr schön. Alles super, fand sie toll. Ich wurde natürlich noch breiter innerlich. Ja, Claudi plus Micha, das ist ja jetzt kein Zufall. Ich habe mir ja irgendwas auch dabei gedacht. Und da muss ich sagen, ich finde das cool, dass Micha das tut. Ich finde aber auch, er hat an ein paar Stellen vorher schon mal übertrieben. Werden wir gleich sowieso noch mal ganz kurz drüber reden müssen. Man merkt aber auch, dass Micha das natürlich alles tut, um jetzt endlich die alles umfassende Frage zu stellen. Und nein, keine Angst, es gibt keinen Heiratsantrag. Das wäre selbst für Schwiegertochter gesucht ein bisschen zu krass geworden. Was mir so ein bisschen Sorgen macht und das macht mich auch sehr traurig. So die letzten zwei Tage habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich dich emotional verloren habe, so... Ja, und damit hat er natürlich nicht ganz unrecht, denn meistens hat Claudia Zeit mit Julian verbracht und die haben ja auch schon, unter anderem auch tatsächlich schon übers Heiraten geredet. Und deswegen muss Claudia jetzt ein bisschen deutlicher werden. Das hast du schon gut beobachtet am Schiff so. Du warst sehr lieb zu mir, ich fand das auch schön, aber es ging mir mit den Berühren und so ein bisschen zu schnell. Fühlst du meinen Herzschlag? Und das ist genau der Punkt, den ich echt ganz gut verstehen kann, denn Micha hat manchmal wirklich ein bisschen irgendwie übertrieben und Claudia hat dann auch nochmal klar gemacht, naja, sie ist jetzt auch nicht so ein Mensch, der dann gut Nein sagen kann, aber sie hat sich nicht so ganz wohl gefühlt. Und bei mir ist das zum Beispiel genauso. Ich brauche für Körperlichkeit auch unfassbar viel Zeit meistens. Und das bedeutet dann natürlich, ja, dann fühlt man sich schnell mal ein bisschen überlastet oder überfordert. Jetzt ist aber natürlich trotzdem auch noch die Frage, möchte Claudia denn Micha trotzdem weiter kennenlernen oder sind seine Tage gezählt? Ja, ich muss sagen, ich finde Julian schon ein bisschen irgendwie
Irgendwie ist mehr dazwischen uns, ich und Julian. Ich kann mir da mehr was vorstellen als mit dir. Oh nein, damit muss Micha also tatsächlich gehen und er entscheidet sich dann auch sofort zu gehen. Und man merkte unabhängig davon, ob da jetzt irgendwas gestellt ist oder nicht, das ging Claudia wirklich negativ ans Herz. Es war ein Horror bisschen für mich, ihm das Herz zu brechen. Ich mach das eigentlich nicht. Ich habe das eigentlich noch nie im Leben gemacht, jemandem ein Herz zu brechen. Das ist das erste Mal und das war ein schreckliches Gefühl, das mal zu machen. Aber auch Claudia muss natürlich ihrem Herzen folgen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat Micha das ja eigentlich selbst schon geahnt und gewusst. Insofern fand ich seine nächste Reaktion ein bisschen komisch. Der war nämlich wirklich eine Mischung aus wütend und traurig. Ich bin doch ein Mensch, mit mir kann man reden. Das hätte ich doch schon früher sagen können. Hätte doch sagen können, oh Mann, ein bisschen Abstand oder so. Zwei Worte, drei Worte. Wäre doch nicht schlimm gewesen. Dann okay, alles gut. Ja, weiß ich nicht. Micha, ehrlich gesagt, finde ich, dass Claudia das auch durchaus ein bisschen ausgestrahlt hat. Ist aber am Ende natürlich auch immer so ein kleines bisschen Interpretationssache. Immerhin und fairerweise hat er sich dann aber noch von Julian und Uwe verabschiedet, die, glaube ich, die ganze Zeit einfach nur oben im Treppenhaus rumstanden. Und Julian war jetzt gar nicht so unglücklich. Details müssen jetzt nicht sein. Es ist so, wie es ist. Macht's gut. Ich akzeptiere das schon. Viel Spaß, Udo. Ja, Michael wird kein Konkurrent gewesen sein. Sicher sein kann man sich nie. Ist besser, wenn er weg ist. Damit ist dieser traurige Moment dann aber auch schon vorbei und es gab am Ende der Folge noch etwas Wunder, also ehrlich gesagt etwas ziemlich Schreckliches. Claudia hat nämlich eine Überraschung für die zwei verbliebenen Männer und an dieser Stelle habe ich schon mal einen guten Tipp für euch. Ihr solltet die Lautstärke vielleicht ein bisschen runterdrehen. Und wir singen heute Karaoke. Das ist nicht dein Ernst, ich habe das noch nie gemacht. Für mich war es eine Überraschung und ich dachte mir auch, oh je, jetzt kann ich mich ja nur blamieren, weil Claudia ist ja die bessere Performerin. Das stimmt natürlich. Wobei man wirklich eine Sache fairerweise sagen muss. Also gleich singt erstmal Claudia und natürlich ist es mittelschrecklich, aber performen kann sie wirklich ganz gut. Und ich glaube, da ist es ihr tatsächlich ganz gut zu Pass gekommen, dass sie ja damals bei DSDS relativ weit kam. Also ganz ehrlich, für Schwiegertochter gesucht Verhältnisse war das jetzt quasi ein Taylor Swift-Auftritt. Ich bin mit dir so hoch geflogen, doch der Himmel war besetzt. Ich habe gesagt, besser kann das auch ein Profi nicht singen, so wie die das geschmettert hat. Du hast mich tausendmal verletzt. Wundervoll, aber am Ende ist es wahrscheinlich so, ich glaube, ihr und vielleicht auch ich wissen das einfach nicht zu schätzen, denn das, was Claudia da macht, das ist natürlich echte Kunst. Julian hingegen, der weiß das zu schätzen. Hat der Julian mich ja richtig abgefeiert, das hat ihm richtig gefallen, das fand ich echt sehr süß und schön, einfach mega. So hat mich noch nie jemand so angefeuert wie Julian. Und apropos Julian, auch der durfte natürlich singen und auch der tat mir an dieser Stelle verdammt leid, weil ihm muss natürlich auch klar gewesen sein, das wird wahrscheinlich von RTL ausgestrahlt und dann guckt es ungefähr 1 Million Leute. Tut mir leid, Julian, aber ich zeig's jetzt auch nochmal, weil ich ein schlechter Mensch bin. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Probier's mal mit Gemütlichkeit und Ruhe und Zufriedenheit. Ja. Ja, so kann man das gut zusammenfassen. Wen ich euch dann natürlich auch noch zeigen möchte, das ist Udo. Der hat es wieder, wenn man so möchte, ein bisschen vom Herzen aus gemacht mit dem Gesang. Und der, glaube ich, liebt Claudia und Julian wirklich schon wie seine eigenen Kinder. Ja. Und dabei liebe ich euch beide. Und denn ich bin noch euer Kind. Ja, das ist süß. Er hat uns auch so ein bisschen ins Herz geschlagen. Es kam auch mit Herz, hat auch mit Herz gesungen. Bravo, Udo! Zugabe! Mega! Hast du echt gut gemacht, toll! Also man muss aber wirklich sagen, irgendwie ist diese Folge total lieb. Dann wurde es aber noch mal ein kleines bisschen schaurig, denn am Ende wollten Claudia und Julian unbedingt noch mal was zusammen singen. Und ja, also spätestens an dem Punkt war ich dann doch ein bisschen raus. Mein Herz ist brennt, so lichterloh. Will nur tanzen und ich sowieso. Für auf jeden Fall noch viele Lieder mit Julian zusammen singen im Duett. Und dass der Tag heute gar nicht endet, am liebsten. Glücklicherweise ist die Folge jetzt an dieser Stelle aber vorbei, sonst hätte ich nämlich auch einen Hörschaden davon getragen. Aber ich glaube, die nächste wird auch ziemlich gut, denn da wird das Hundedrama noch schlimmer. Und es gibt einen Tennisunfall. Nicht abgeben. Da hätten wir schon ein großes Problem. Ronny schießt sich ins Knie. Oh, oh, das Scheiße. War ja... Oh.
Wenn du das nicht verpassen magst, und das darfst du nicht verpassen, würde ich mich noch jetzt sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Vielen, vielen Dank. Und ein Daumen nach oben ist immer deswegen gut, weil das hilft dem Algorithmus. Also man muss sich das mal so vorstellen, umso mehr Interaktionen es gibt, also Kommentare und Daumen nach oben und so weiter, das sorgt dann immer dafür, dass der Algorithmus denkt, ey, geiles Video, das schlage ich mal mehr Leuten vor. Und das ist natürlich letztlich das, was ich mir wünsche und was eigentlich auch gut für euch ist, weil dann wisst ihr, es gibt noch ganz lange weitere Videos. Also, streng genommen müsst ihr das alles sowieso wieder tun, denn sonst nehmen Julian und Claudia nur für euch ein Album auf und das müsst ihr dann jeden Tag dreimal durchhören.